nachdem ich nun 15 Tage mit dem Motorrad unterwegs bin, ist dies die längste Motorradreise meines Lebens. Ich befinde mich jetzt gerade auf meiner Deutschlandtour und da habe ich schon so einiges erlebt. Meine Abschiedsveranstaltung bei BMW Martin in Schongau. Ein Riesenerfolg. Danke an Petrus für das super, super Wetter. Es kamen Leute aus Hamburg, aus Berlin, aus ganz Deutschland nach Schongau in den Süden Bayerns gereist, um mit mir und der Community dieses wahnsinnige Event zu erleben und natürlich auch die Präsentation von Uschi 3, meinem Weltreisemotorrad. Und deswegen präsentiere ich euch heute in diesem Video Uschi 3 im Detail. Begonnen hat die Reise im BMW-Werk in Berlin, denn hier wurde Uschi wie einst auch schon ihre Schwestern zusammengebaut, um dann anschließend bei BMW Martin in Schongau wieder zerlegt zu werden. Es entsteht eine der wohl individuellsten BMW R1250 GS Adventure mit angepasstem Fahrwerk, ausgeklügeltem Koffersystem, funktionellem Zubehör und vielem mehr. BMW Martin feiert im Mai 2020 übrigens sein 50-jähriges Jubiläum als offizieller BMW Motorrad-Vertragspartner und hat sich über Jahrzehnte zu einem der stärksten Händler entwickelt, der vor allem durch die individuellen Kundenwünsche und den bekannten Martin Editions einzigartige Motorräder baut. Um den Rahmen von Uschi 3 in grün lackieren zu können, muss das komplette Motorrad erst zerlegt und dann anschließend wie ein Puzzle wieder zusammengesetzt werden. Die ganze Struktur, wie das aufgebaut ist für die ganze Reise, das war echt schon beeindruckend, definitiv. Die ganze Aufbereitung vom Motorrad sieht geil aus, die Lackierung, das Zubehör, was da dran ist, also wunderbares Motorrad und ich würde sofort mich draufsetzen wollen und die Tour selber fahren. Das Motorrad ist insgesamt geil, also es sieht schon schweinegeil aus. Ich hätte es auch gerne bei Tageslicht gesehen. Bevor ich jetzt aber näher auf Uschi 3 eingehe, möchte ich euch erst noch ein bisschen was erzählen, was so die letzten Tage und Wochen passiert ist. Der Start meiner Deutschlandreise führte mich zu den Bayern-Botschaftern Iris und Richard in die fränkische Schweiz. Jedes Mal, wenn ich hier durchfahre, das ist eine unserer Hausstrecken. Jedes Mal wollten wir uns schon anschauen, weil wir gedacht haben, boah, ist das schön, ja. Und ich muss sagen, ich finde die Anlage wirklich sehr beeindruckend und ich werde hier auf alle Fälle mit meinem Foto noch mehr herkommen. Iris und Richard, die sind jetzt schon mal kurz vorgefahren, die wollen sich unten hier im Ort noch was zu trinken kaufen und ich habe hier in meiner Jacke einen Tracker, nochmal ein System, mit dem mich einige Menschen orten können. Meine Familie, zu Hause ist ein bisschen das Büro, aber auch die Premium-Mitglieder von Valla on Tour Around the World. Und da habe ich gerade hier einen bei mir. Richtig cool, vielen Dank dafür. Und jetzt fahren wir zusammen zu Kati. Und stechern jetzt hier mal so ein bisschen den Berg darunter. Ich mache noch ein paar Aufnahmen von dir, oder? Können wir gerne. Hast du auch noch mal ein Foto und ein bisschen Video von dir?
Eine Sache, die in letzter Zeit bei meinem neuen Moped, der Uschi 3, den Leuten hier am meisten auffällt und auch gefällt, sind die Blinker. Und die zeige ich jetzt mal hier kurz bei der Karte in die Gruppe. Übrigens, eigentlich begann die Geschichte um die Entstehung von Uschi 3 aber schon viel früher. Nämlich in Bella Italia. Was für ein super Wetter! Es ist nämlich Dezember 2018 und hier in Milano bin ich heute bei Rizoma. Ich spreche mit dem Chef über meine große Weltreise und ich schaue mir einmal die ganze Produktion an. Und ich nehme euch heute mal einen Tag ganz exklusiv hier mit zu Rizoma. Viel Spaß! Ausnahmsweise nur für dich. Ich zeige dir jetzt das R&D-Department, wo die ganzen Produkte entstehen. Ja, Wally, hier siehst du halt eben, wie unsere Griffe gelasert werden mit einer Seriennummer, sodass wir jederzeit nachvollziehen können, von wann dieser Griff von der Produktion her stammt. Die Teile kommen hier an, werden dann montiert und dann für den Versand fertig gemacht. We try to reach three main key quality characteristics: dimensional point of view, aesthetical point of view, and functional point of view. Jetzt sitze ich hier zusammen mit Fabrizio. Fabrizio ist der Chef, der Gründer der Firma Rizoma. Diamo forma al movimento, that in English is we shape the form. We want to do any product that transforms the motorcycle in your own motorcycle. So unique. We are looking for the important technology of the material. We are using aluminum, like carbon, like a different material in the last technology. Es ist mittlerweile Oktober 2019, also ein Dreivierteljahr liegen zwischen diesen Aufnahmen. Ein Dreivierteljahr vollgespickt mit Erfahrungen, 35.000 Kilometer zusammen auf meinem Motorrad und den Rizoma-Teilen. Heute aber darf ich schon ganz exklusiv die Teile für das Jahr 2020 testen. Und dazu habe ich hier eine speziell umgebaute GS mit mir und den ganzen Enduro-Park für mich alleine, um heute einfach richtig coole Aufnahmen zu machen. Welche Teile von Rizoma an Uschi 3 verbaut sind und wie sie funktionieren, zeige ich euch jetzt. Sollten euch die Produkte gefallen, könnt ihr sie einfach und bequem in meinem Online-Shop unter walleontour.com bestellen oder einfach nur weitere Infos abrufen. Der aus dem Vollen gefräste Scheinwerferschutz schützt den teuren Hauptscheinwerfer vor Beschädigungen und lässt sich auch leicht abnehmen, da es im deutschen Straßenverkehr leider nicht zulässig ist, etwas vor den Scheinwerfer zu montieren.
Die universell einsetzbaren Zusatzscheinwerfer erzeugen eine bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr am Tag und sorgen für eine größere Lichtausbeute bei Nacht. Schaut euch das mal an. Hier zahlt sich mein Zusatzlicht aber mal so richtig aus. Einfach mal durch eine Höhle mit dem Motorrad. Wie cool ist denn das, oder? Die filigranen LED-Lauflichtblinker sind ein optisches Schmankerl. Sie sind hell, auch aus der Ferne sehr gut sichtbar und die Lauflichtbewegung im Vergleich zur Konkurrenz perfekt abgestimmt. Die gefrästen Spiegel mit asphärischer Spiegelfläche und für die Augen angenehmerem Blauglas ermöglichen einen größeren Sichtbereich, auch in Richtung des toten Winkels. Noch nie zuvor habe ich einen so stabilen Spiegel verwendet. Das war wieder so unnötig. Okay, der Spiegel hat ein bisschen was abbekommen. Ja, das ist der Berg des Verderbens. Die meisten anderen Spiegel wären gebrochen. Der Rizoma-Spiegel dagegen hält nach ein paar Mal Festziehen bis heute. Meine Kühler schütze ich mit einem sehr stabilen Kühlerschutz, der Gegenstände abhält und den Kühler vor Beschädigungen schützt. Beim Fahren im Gelände ist ein solider Motorschutz wichtig, den Rizoma jedoch ausschließlich für die R1200 GS anbietet. Für Uschi 3 hat BMW Martin den Motorschutz modifiziert und Pulver beschichtet. Ein besonderer Hingucker ist die Unterbodenbeleuchtung beim Ausklappen des Seitenständers. Der sichere Stand beim Fahren im Stehen, zum Beispiel wie hier bei einer Flussdurchfahrt in Rumänien, beim Splithang bezwingen beim Enduro Action Team in Meltewitz oder während einer zügigen Passetappe in Island, ist besonders wichtig. Oh mein Gott, schaut euch diesen Weg an! Ich bin im Enduro-Himmel! Die großen Rallye-Fußrasten geben mir hierbei sehr guten Halt und sind optisch einfach ein Traum. Zusätzlich empfehle ich die erhöhte und versetzte Lenkerposition, denn die lässt mich bequem stehen und gleichzeitig auch entspannter im Sitzen fahren. Manchmal endet die Straße plötzlich im Nichts und man kann sich den Untergrund beim Abstellen für das schwere Motorrad nicht immer aussuchen. Mit dem serienmäßigen Seitenständer wäre mein Motorrad an dieser Stelle eingesackt. Eine Seitenständerverbreiterung ist daher absolut Pflicht und sehr nützlich. Die Rizoma Brems- und Kupplungshebel 3D bieten nicht nur eine besonders gute Haptik, sondern knicken im Fall des Bodenkontakts einfach nach oben, ohne dabei zu brechen. Die Lenkerquerstrebe bietet nicht nur eine erhöhte Stabilität, sondern auch die Möglichkeit der Montage von Zubehör, zum Beispiel einer Tasche oder, wie in meinem Fall, die Befestigung meiner Drohnenfernbedienung mit einer Speziallösung von der Firma Kugelflex. Wer sich mit seiner Maschine von der Masse abheben möchte, der findet bei Rizoma noch viele weitere Teile, zum Beispiel Rahmen- und Öleinfüllabdeckcaps, eine Radnabenabdeckung und Abdeckungen für Bremsflüssigkeit und Kupplungsbehälter. Komplett neu und ab sofort erhältlich ist das gefräste Blendenset für den Windschildhalter, die seitlichen Kühlerabdeckungen, der vordere Motorschutz und der Krümmerschutz in Verbindung mit Rizomas eigenem Sturzbügel. Das Besondere am Sturzbügel sind die seitlich angebrachten Slider, denn sollte es mal zum Bodenkontakt kommen, werden als erstes die Slider beschädigt, ohne dass gleich der ganze Sturzbügel verkratzt ist. Die Slider kann man dann einfach abschrauben und austauschen. Clevere Idee. Gerne könnt ihr mir eure Fragen zu den Produkten von Rizoma in den Kommentaren stellen oder einfach eine E-Mail an walleontour@icloud.com schicken. Weiter geht's mit dem nächsten Thema über ein Bauteil, was mittlerweile fast alle Motorräder verbaut haben, nämlich eine Batterie. Und zum ersten Mal gibt's jetzt auch bei BMW ab Werk gegen Aufpreis eine Lithium-Ionen-Batterie bei der neuen 1250 GS. Der Unterschied zwischen diesen beiden Batterien
ist das Gewicht. Und ich werde mich natürlich auch auf meiner Reise sehr stark mit dem Thema Gewicht auseinandersetzen müssen. A, habe ich meine Kleidung dabei. Gut, das ist vielleicht alles nicht so schwer, aber ich habe auch sehr viel Technik dabei. Und das Motorrad an sich hat ja auch schon ein Gewicht. Der Fahrer kommt noch dazu. Also sollte man irgendwo einsparen, wo man nur kann. Diese AGM-Batterie, eine eher konventionelle, aber sehr standhafte Batterie mit guten Leistungswerten, sie hat eine Kapazität von 14 Ampere-Stunden und eine Maximalpower kurzzeitig mal von 200 Ampere, wiegt 4,8 Kilo. Als ich meine Adventure bestellt und konfiguriert habe, habe ich dann zum ersten Mal im Konfigurator den Punkt Lithium-Ionen-HP-Sportbatterie gelesen. Diese Batterie soll leichter sein. Es ist aber keine Gewichtsangabe angegeben worden und ich sehe jetzt auch zumindest mit dem Stand heute nichts im Konfigurator und hier auf dem Sticker. Wir legen das jetzt mal hier auf die Waage und sie wiegt unter 2000 Gramm, also unter 2 Kilo. Diese hier fast 5 Kilo. Das ist natürlich mal ebenso nur mit einer Batterie schon ein erheblicher Unterschied. Aber der Unterschied ist ja auch die Leistung. Was kann die und was kann die kostenpflichtige Lithium-Ionen-Batterie? Und da dachte ich eigentlich am Anfang, dass diese Batterie hier auch mehr Power hat. Hat sie aber nicht. Die Lithium-Ionen-Batterie hat eine Kapazität von 10 Ampere-Stunden, also etwas weniger als die AGM-Batterie. Und sie hat eine Maximalpower von 140 Ampere versus 200 Ampere. Die Frage aller Fragen ist natürlich jetzt, welche Batterie soll ich auf meinem Moped verbauen? Die federleichte HP-Sportbatterie, Lithium-Ionen-Technologie oder eher die Weiterentwicklung der klassischen Bleisäure-Batterie, die aber eigentlich fast 5 Kilo auf die Waage bringt. Für das erste Jahr Valor on Tour Around the World werde ich mich für die leichte HP-Batterie entscheiden. Und natürlich werde ich alle meine Erfahrungen nicht nur mit der Batterie, sondern auch mit dem Motorrad und meiner Kleidung und sämtlichem Sonderzubehör wie immer mit euch teilen. Im Anschluss an meine Zeit in Bayern, in der fränkischen Schweiz, bin ich an den Bodensee gefahren. Ich bin aber hier noch nicht zum offiziellen Botschafter in Baden-Württemberg gereist, sondern in meine alte Wirkungsstätte. Ich bin hier an einem für mich persönlich ganz besonderen Ort, nämlich dem Schloss Salem. Und ich war selber bis 2005 hier auf diesem Internat Schüler, habe hier mein Abitur gemacht und heute bin ich an diesen Ort zurückgekommen, der vieles in meinem Leben verändert hat. Zum Positiven, denn ich war wirklich der schlechteste Schüler, den diese Schule zum Halbjahr 2001 in seiner Schulgeschichte aufgenommen hat. Und ich bin happy darüber, hier so gefördert worden zu sein, dass ich es schulisch einigermaßen über das Abitur hinweg geschafft habe und internatlich und menschlich eine ganze Menge aus mir geworden ist. Die coole Truppe hinter mir, die hat mich gerade eben begleitet. Ich bin in Baden-Württemberg. Hier hinter mir ist das Bootshaus, ein Bikertreff. Richtig gutes Essen, super Kuchen. Da kommen auch schon die Nächsten. Und jetzt gehen wir mal nach oben in die Luft, damit ihr euch noch besser vorstellen könnt, wie toll es hier ausschaut.
Wisst ihr, bei so einer langen Reise muss man sich, glaube ich, auf viele Dinge einstellen, die man vorher nicht planen und proben kann. Und ich nutze diese Zeit als absolut unerfahrener Motorradreisender, um mich darauf einzustellen, wie funktioniere ich eigentlich, wenn ich bei 0 Grad fahre, wenn ich bei hohen Temperaturen fahre, wenn es regnet, wenn es trocken ist. Wo ist was in meinem Gepäck verstaut? Wie komme ich da am besten hin? Ja, und wie funktioniere ich dabei? Mental, körperlich, alles, was so dazugehört. Wie verhalte ich mich bei Situationen, wenn mein Moped umkippt, wenn der Kraftstoff leer ist oder ich einen technischen Defekt habe? All das kann ich nicht vorher proben. Deswegen fange ich aber auch mit meiner Deutschlandreise sehr ruhig an und ich nutze Pausen unterwegs und ich spreche auch mit den Menschen, die ich treffe und bei denen ich übernachten darf, ganz offen und ehrlich darüber, dass wir keine 3-4 Tage zusammen Motorrad fahren können. Und wenn auch mal das Wetter nicht richtig mitspielt, erstens, ich werde auf meiner Weltreise noch viele Kilometer fahren und zweitens, das Wetter, das wird mich sowieso immer mal wieder überraschen. So wie auch in Baden-Württemberg, meiner kleinen inoffiziellen Pausephase. Ursprünglich bin ich auch BMW gefahren, R100 GS. Hat auch Spaß gemacht, aber ich wollte was anderes und optisch gefallen und vom Fahren her hat mir die California sehr gut gefallen. Die alte Moto Guzzi California. Hab dann eine Weile gesucht, hab die auch gefunden, bin die jetzt 10 Jahre gefahren und wollte aber jetzt doch auch mal wieder was anderes fahren, Reise-Enduro technisch, und da hat mir die Stelvio sehr gut gefallen. Jetzt fahre ich beide. Mir machen sie Spaß, sind technisch okay. Ich habe bis jetzt in den letzten Jahre mit der Kali über 50.000 gefahren ohne Ausfälle, mit Stelvio jetzt auch 15.000, 20.000 gefahren ohne Ausfälle. Bin begeistert. Die letzten Tage war das Wetter nicht so super und deswegen haben Botschafter Jens und ich die Zeit hier ein bisschen für den Haushalt, für die Wäsche, für gutes Essen, ein bisschen Basecamp-Planung und einfach zum Ausruhen genutzt. Und das war wirklich, wirklich schön hier. Danke an dieser Stelle an den Botschafter, der jetzt gerade die Kamera hält. Aber heute Abend zum Abschied meiner Zeit in Baden-Württemberg kamen die BMW GS Brothers extra aus Stuttgart nach Pfullendorf gereist. Ja, war sehr schön. Wir hatten super gegessen, sehr gute Gespräche gehabt. Also rundum ein gelungener Abend. Ihr plant aber für nächstes Jahr vielleicht auch schon eine verrückte Tour, oder? Ja. Wohin geht's da? Nordkap. Nordkap. Ja. Nordkap. Ja, ich glaube, das Nordkap könnte mich schon dieses Jahr treffen. Dann mache ich euch ein schönes Video darüber. Ja. Baue auch noch eine GPX-Datei drumherum mit guten Unterkünften, Restaurants und alles, was man so gesehen haben muss. Und die gibt es dann anschließend für euch. In Baden-Württemberg konnte ich meine Akkus wieder richtig auffüllen. Denn ich musste bei kalten Temperaturen und sehr viel Wasser einmal durch den Schwarzwald, durch die Vogesen und dann weiter ins Saarland. Okay, es ist ein bisschen schlechtes Wetter, aber mittlerweile habe ich dann doch ganz gute Klamotten, die mir das Wasser abhalten. Es ist einfach immer wieder schön, in Regionen zu kommen, die man mal selten besucht und in denen man sich aber sofort wieder irgendwie zurechtfindet und heimisch fühlt. Und so geht es mir hier immer im Schwarzwald, eine tolle Region. Ja, und für mich geht es jetzt erstmal weiter nach Frankreich, eine Region von Frankreich, die ich gar nicht kenne. Die Grenzregion zwischen dem Saarland und Frankreich. Bin ich sehr gespannt und ich hoffe, dass das Wetter dann vielleicht etwas besser wird und aufreißt. Aber jetzt heißt es erstmal wieder Helm anziehen, Kamera verstauen und ab geht's aufs Bike. Ich will fahren. Und so geht's in der nächsten Folge weiter. Übrigens, unter walleontour.com findest du viele weitere Videos, Fotos, GPS-Downloads und auch Teile für dein Motorrad in meinem Online-Shop. Du möchtest noch näher am Geschehen dran sein und mich gleichzeitig bei meiner Reise um die Welt unterstützen? Dann werde jetzt Premium-Mitglied und erhalte Zugriff auf weitere Inhalte, Touren, Rabattaktionen und eine ganz besondere Community gleichgesinnter Motorradbegeisterte. Bis bald, dein Walle.